Heute gibt es 5 sehr hilfreiche Tipps, die euch in eurer Anno 1800 Partie weiterhelfen. Zum einen für die Übersichtlichkeit, zum anderen aber auch euch das Schrottfarm erleichtern oder sogar ersparen und die euch helfen, Items schnell von A nach B zu schiffen. Also, lasst uns loslegen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachs und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir starten direkt mit dem ersten Tipp und zwar, wenn ihr die Übersichtlichkeit in eurer Stadt verbessern wollt, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr hier über Menü, Optionen, Spielablauf, das ist hier oben hinter meiner Facecam, hier Spielablauf und dann hier Kameraabstand erhöhen einmacht. Das sorgt dafür, dass ihr weiter rauszoomen könnt. Ist gerade auf Crown Falls super, super praktisch. Und natürlich auch auf allen anderen Inseln, weil ihr einfach noch eine bessere Übersichtlichkeit habt. Ihr könnt natürlich immer noch so weit reinzoomen, wie ihr wollt. Aber ihr könnt einfach noch ein Stück weiter rauszoomen und habt eine bessere Übersichtlichkeit. Dazu noch, was auch die Performance von eurem Spiel deutlich verbessern kann, ist, wenn ihr über Menüoptionen bei der Grafik hier oben ganz runter scrollt und den Wuselfaktor mal auf niedrig macht. Der legt halt fest, wie viel auf euren Straßen los ist und gerade wenn eure Stadt sehr, sehr voll gebaut ist, kann es dazu kommen, dass die Performance von dem Spiel ein bisschen leidet, das Spiel ein bisschen langsamer läuft, euer PC heiß wird oder was auch immer, je nachdem, was man so auf dem Tisch stehen hat oder unterm Tisch. Und Wuselfaktor auf niedrig sorgt dafür, dass das so ein bisschen entlastet wird. Probiert es einfach mal aus. Ich persönlich finde es mit einem niedrigeren Wuselfaktor eh angenehmer. Weil ansonsten, ich zeige euch einfach mal im Vergleich, wie es mit sehr hohem Wuselfaktor aussieht, dann sieht man super den Unterschied. Das dauert jetzt natürlich kurz, aber dann werden die Straßen gleich ziemlich voll und ich persönlich finde es mit einem niedrigen Wuselfaktor sogar besser. So, hier seht ihr jetzt mal, dann ist wirklich mit dem ultra hohen Wuselfaktor eine Menge unterwegs. Das ist noch gar nicht komplett aufgebaut, das heißt, das werden sogar noch ein paar mehr. So, wenn man nah dran ist, finde ich es ganz angenehm, aber so von ein bisschen weiter weg finde ich es manchmal beim Bauen tendenziell eher störend. Deshalb stelle ich den immer auf sehr niedrig, aber das ist natürlich euch überlassen. Als zweiten Tipp geht es darum, wie wir Rohstoffe lagern können, die wir überhaben. Wir haben uns ja in dem Video davor schon damit beschäftigt, wie wir die Lagerkapazität erhöhen, haben jetzt 22.000. Aber wenn ihr die noch weiter erhöhen wollt, sage ich mal, oder gerade Baumaterial überhabt und Geld, das ist auch wichtig, ihr braucht ein bisschen Einkommen, könnt ihr das super in Lagerhäusern lagern oder in Zentralmagazinen. Und zwar bauen wir dafür einfach eine Menge Lagerhäuser. Ich baue immer so 4, dann nehme ich das Kopiertool und kopiere die einfach dran. Und das Schöne dann ist, wenn ihr die jetzt aufbaut, kostet das natürlich Ressourcen. Wenn ihr die Baukostenrückerstattung drin habt, und wichtig, das funktioniert nur mit Baukostenrückerstattung, theoretisch auch mit halber, aber dann verliert ihr die Hälfte eurer Ressourcen. Aber das ist in meinen Augen immer noch besser, als wenn die Waren einfach auf den Schiffen vergammeln und die Produktion stillsteht. Wichtig, die Dinger kosten 54 Unterhalt, also baut davon nicht so viele, dass ihr pleite geht. Und wenn ihr jetzt Baumaterial baut, braucht zum Beispiel, um eure Stadt aufzubauen, könnt ihr die einfach wieder abreißen. Ihr kriegt sogar euer Geld wieder. Das heißt, so könnt ihr theoretisch auch Geld lagern, aber Geld ist eigentlich eher nicht so das Problem. Aber so könnt ihr Rohstoffe lagern, Baumaterialien und könnt dann später wieder drauf zurückgreifen. So, Tipp Nummer 3 kümmert sich darum, wie wir schnell Items verladen. Und dementsprechend auch schnell hin und her schiffen. Wenn ihr so große Schiffe habt wie die Great Eastern, ist es schon nervig, wenn ihr jetzt Items hier alle einzeln reinklicken müsst. Besonders wenn das nicht ein Schiff ist, sondern 10 oder 20. Und auch mit dem Unendlich verladet ihr nur eins. Dann gibt es ein, ich weiß nicht, ob es ein Feature oder ein Bug ist oder ob das einfach so ist und man hat es so gelassen oder was auch immer. Wenn ihr auf 10 Tonnen stellt, macht ihr das ganze Schiff voll. Ich habe keine Ahnung, ob das, wie gesagt, so soll oder dran liegt. Und so könnt ihr halt zügig ein Schiff nach dem anderen beladen. Wichtig, ihr müsst immer noch alles leider per Hand einzeln abladen. Also alles auf einmal abladen geht nicht. Allerdings müsst ihr dafür dann nicht mal mehr das Konto anklicken. Ihr könnt einfach euer Schiff, drückt Steuerung und könnt damit Linksklick alles direkt verladen. Also das geht dann tendenziell immer noch ein bisschen einfacher als das Beladen. So, Tipp Nummer 4, wir gehen hier relativ zügig durch, ist ein Tipp, der gerade mit den Hochhäusern sehr, sehr praktisch ist in meinen Augen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr jetzt den zufriedenen Investor hier, unseren Kollegen habt, mit einem Wolkenkratzer Stufe 4, könnt ihr mit Shift alle Wolkenkratzer einer Stufe anzeigen lassen. Das Ganze geht natürlich, ne, das Ganze geht auch mit Handwerkern. Mit Handwerkern dann besonders praktisch, wenn ihr irgendwie so hier so Ingenieure habt. So, und ihr habt so ein bisschen Überblick verloren, wo sind eigentlich noch meine Handwerker? So findet ihr alle Handwerker, könnt ihr dann theoretisch mit U auch gleich aufsteigen lassen. Passt aber bitte auf wegen der Arbeitskraft.
und könnt so ganz easy alle Gebäude finden. Übrigens, mit Alt und diesem Aufsteigetool könnt ihr die Häuser wieder absteigen lassen. Also, ich sag mal, kleiner Bonustipp dazu. Das funktioniert super, dann braucht ihr das nicht immer einzeln hier über diesen Knopf machen. Und das ist auch ein sehr nices Feature, das die mittlerweile eingefügt haben. Also mit Alt könnt ihr auch die Stufe direkt wieder massenhaft reduzieren. In meinen Augen super, super praktisch. Aber wie gesagt, mit Shift findet ihr alle Wohngebäude eines Typs. Mit den Polizeiwachen funktioniert es zum Beispiel leider nicht. Also es funktioniert jetzt hier nur mit Wohngebäuden. Ich hätte es ganz gerne, auch wenn es noch mit den öffentlichen Gebäuden funktionieren würde. Weil er hätte noch mehr Übersichtlichkeit. Aber das funktioniert leider nicht. Also das funktioniert nur mit Wohngebäuden. So, und unser letzter Tipp tatsächlich schon. Wenn ihr es leid seid, alten Schrott zu farmen und Geduld und Zeit habt, gibt es dafür eine faule Methode, sage ich mal. Und zwar reden wir hier vom besonderen Schrott. Die anderen konnten wir ja schon immer kaufen. Das ist schon eine ganze Weile im Spiel, aber ich habe das Gefühl, viele wissen es noch nicht. Deshalb, ihr könnt den besonderen Schrott im Capitoloni zum Einkauf einstellen. Ich würde euch empfehlen, macht das auf jeder Insel, die ihr irgendwie habt. Stellt überall den besonderen Schrott ein zum Einkauf. Ihr könnt natürlich den anderen schönen und den normalen Schrott auch einstellen, gar keine Frage. Also, wenn ihr den auch braucht, stellt den ruhig auch zum Kauf ein. Und dann mache ich Folgendes. Ich habe hier in Crown Falls, ich muss mal ganz kurz gucken, ich glaube in den Rohstoffrouten, ja, habe ich eine Sammelroute für Schrott eingerichtet. Das heißt, ich habe eine Great Eastern, die fährt alle Inseln ab und sammelt den Schrott da ein. Und liefert den bei Crown Falls ab. Hat folgenden Grund, der Nate verkauft das an allen möglichen Stellen, nur halt relativ selten. Und wenn ihr alle Inseln auf einmal habt, habt ihr höhere Chancen. Ich habe auch das Gefühl, dass Nate irgendwann nicht mehr verkauft, wenn euer Lager eine gewisse Kapazität hat. Aber das kann ich nicht beweisen. Das ist ein Gefühl von mir. Das weiß ich nicht genau. Wenn da irgendwer von euch ähnliche Erfahrungen habt, schreibt das gerne mal rein. Und so haltet ihr die Inseln hier immer schön leer und habt natürlich alles direkt auf Crown Falls zur Verfügung, um damit Sachen zu basteln. Ne, nur mal zur Referenz, ich habe hier jetzt schon 1200 Tonnen mittlerweile, das ist eine ganz schöne Menge. Und damit lassen sich dann so Sachen craften, wie zum Beispiel der Human Incarnateur, der immer super ist, die Hebehühne V3, kann eigentlich auch ganz gut was. Und ja, manchmal kann man den Schiffspropeller Hurricane noch nehmen, aber da gibt es eigentlich mittlerweile bessere Items. Aber auch der funktioniert. Und ansonsten war es das tatsächlich schon mit den 5 Tipps. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vor allem hat euch weitergeholfen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon noch nicht wusstet. Und schreibt vielleicht auch nochmal einen Tipp rein, den ihr für die Community habt. Denn dann können wir immer voneinander lernen. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Viel Spaß bei Anno. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.